Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Teil 2 von Übungsblatt Nr. 11 anschauen. Und hier war eben die Aufgabe, dass wir weitere Items, die wir für den Shop zur vergoldeten Rose bekommen haben, mit ins System einpflegen sollen. Und dazu haben wir eben die Aufgabe bekommen, diese gepanzerte Rüstung hier hinzuzufügen. Zweimal in M, viermal in L. Dann haben wir die Weste des tückischen Diebs, dass wir hier eben zweimal in XS, dreimal in S und so weiter. Den sensationellen alten Bogen, dann fünfmal diese Waffe Silberstich, hier das Viagrium und ein paar Mana-Tränke und genauso der Trank aus Omas Gulaschkanone. Und genau das sollen wir hier jetzt eben einfügen. Und das Wichtige dabei ist jetzt eben, dass wir hier diese gepanzerte Rüstung, die verhält sich noch normal. Hier haben wir jetzt aber eine Rüstung, die sich wie ein verzauberter Gegenstand verhält. Und genauso ist es hier bei diesem sensationellen alten Bogen. Der verhält sich so wie der alte Brie, also der wird über die Zeit besser. Wir haben hier eine normale Waffe, die eben sich verhält wie ein Standardartikel, und wir haben hier noch das, dieses Elixier, das jetzt eben legendär ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann hat das folgende Auswirkungen auf unser Klassenmodell. Ich habe jetzt hier mal gezeichnet, wie dieses gerade aussieht. Kann ich auch noch etwas näher hinzoomen. So. Also wir haben ganz oben unsere Abstraktion, die eben Artikel heißt. Und diese Abstraktion enthält eben teilweise schon Implementierungen. Das Wichtige ist aber eben, dass wir hier eine abstrakte Methode aktualisiere Qualität haben, die eben von den verschiedenen Subklassen überschrieben wird. Und so haben wir ja das hinbekommen, dass wir, Entschuldigung, das war jetzt das Falsche, dass wenn wir hier in Program die Artikel aktualisieren, dann müssen wir eigentlich bloß in einer For-Each-Schleife durch alle Artikel durchlaufen und aktualisiere Qualität aufrufen. Hier war ja vorher ein großes If-Else-Konstrukt in dieser Schleife eigentlich drin. Und das haben wir jetzt hier eben eliminiert. So, wenn wir uns jetzt aber überlegen wollen, wie wir denn hier weitermachen, dann kriegen wir jetzt ein sensationell großes Problem. Nehmen wir mal zum Beispiel die Waffe Silberstich. Das ist ja eine Waffe, die verhält sich eigentlich wie ein Standardartikel. Soll aber eigentlich die Eigenschaften haben, die hier unten in der Klasse Waffe definiert sind. Damit wir sozusagen die fünf Objekte für Silberstich, diese Waffe, erstellen können, müssen wir entweder zwei Sachen machen, wenn wir bei dieser Vererbungshierarchie bleiben wollen. Möglichkeit 1 wäre es eben, dass ich hier eine neue Klasse, die eventuell vielleicht sowas wie Standardwaffe heißt, zu erstellen, die eben von Standardartikel ableitet. Und somit eben die Implementierung aktualisiere Qualität von ihr erbt. Was dann aber natürlich noch folgt, ist, dass ich diese Properties, die hier unten sind, die muss ich mit rüberholen. Also die musste ich hier sozusagen duplizieren. Damit ich sozusagen diese Standardwaffe mit den genau gleichen Eigenschaften ausstatten kann wie hier drüben. Und was natürlich auch noch mitkommt, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ist diese füge spezifische Sachen hier hinzu, dass ich diese Methode hier einsetzen muss und auch hier in diese Waffe, Standardwaffe rüberziehen muss. So, und man sieht schon, hier erfolgt Code-Duplikation. Die andere Möglichkeit wäre es natürlich, dass ich hier von Waffe ableite, aber dann muss ich eben diese Methode aktualisiere Qualität, die hier drüben ist, die muss ich halt hier rüber duplizieren. Also auch hier habe ich wieder eine Duplikation,
Und das lässt sich mehr oder weniger eben mit diesem rigiden Vererbungsmodell eigentlich nicht vermeiden. Und wir können uns auch leicht vorstellen, wenn wir jetzt dann eine Waffe haben, die sich beispielsweise wie ein verzauberter Artikel verhält, dann müsste ich hier wiederum ableiten. Ja, also ich würde wiederum irgendwie Code definieren oder duplizieren in irgendeiner Form, damit ich eben das Verhalten, wie der Artikel aktualisiert wird, mit den spezifischen Infos, die es eben für Waffe, für Nahrung, für Kleidung und so weiter gibt. So, und wie können wir das jetzt umgehen? Weil das ist offensichtlich kein guter Code. Es gibt hier einige Kombinationen, wenn wir das statistisch betrachten, wie man eben die Artikelinfos, sage ich jetzt mal, mit der Aktualisierung verknüpfen kann. Also im Prinzip ist das, was wir jetzt hier haben, ein Verstoß gegen das Single Responsibility Principle. Denn diese komplette Artikelvererbungshierarchie, die kümmert sich eben um zwei Sachen. Einerseits werden hier über die verschiedenen Subklassen die Artikelinfos repräsentiert, die eben spezifisch für einen Artikel sind. Und die sehen halt nun mal anders aus für eine Waffe, als für ein Elixier, als für ein Kleidungsstück und so weiter. Und wir haben ja auch bei der vorherigen Implementierung schon festgestellt, dass diese Zutaten hier irgendwie eine Code-Duplikation darstellen. Aber wir haben es in Kauf genommen, weil es nicht schlimm war. Und so haben wir eben hier eine unterschiedliche Art, wie die Qualität aktualisiert wird auf besser werdenden Artikel und verzauberten Artikel. Und jetzt sind wir aber mehr oder weniger eigentlich am Ende des Pfades für dieses Modell hier angekommen. Was hier jetzt greifen könnte, damit wir das Single Responsibility Principle wiederherstellen, ist eben, wie ich auch angegeben habe in der Übung, der Einsatz des Strategy Patterns. So eine Strategy sagt jetzt nämlich, dass wir diese beiden Responsibilities, die wir aktuell in den sämtlichen Artikeln mit drin haben, dass wir eine davon rausziehen. Und ich werde das in diesem Video jetzt eben so machen, dass wir die Aktualisierung in eine separate Vererbungshierarchie, die deutlich flacher ist, auch als die wir jetzt hier haben, auslagern werde. Und dadurch wird sich unsere Hierarchie, die wir hier jetzt haben, deutlich entschlacken, weil wir eben diese ganzen Punkte, wie ein Artikel aktualisiert wird, die bringen wir jetzt hier eben in dieser separaten Vererbungshierarchie unter. Und ein Artikel wird dann letztendlich diese Strategie hier referenzieren, also das hier ist ganz einfach eine Kapselung, die wir hier haben, und letztendlich wird es dann eben zu einem Interface hier verschiedene Implementierungen geben, wie ein Artikel aktualisiert werden kann, und die Artikelklasse wird aber einheitlich über dieses Interface hier auf eine Strategie gehen, und wir werden sehen, dass dadurch eben diese Aktualisierequalität, diese abstrakte Methode hier mehr oder weniger rausfällt. Also sie wird nicht mehr abstrakt sein und einfach bloß eine Standard-Weiterleitung auf die Aktualisierungsstrategie machen. So, und nachdem ich das hier kurz skizziert habe, schauen wir uns nochmal an, wie das denn jetzt hier im Skript aussieht. Hier steht ja auch, dass eben das Strategy Design Pattern genutzt werden kann. Wenn eben verschiedene Objekte, die eigentlich zur gleichen Klasse gehören, sich in unterschiedlichen Situationen verschieden verhalten sollen. Und genau das kann man eben mit einer Strategy hier implementieren. Und hier sehen wir nochmal das UML-Diagramm dazu. Wir haben eben einen Client. Das wäre bei uns eben hier in diesem Fall die Artikelklasse, die wird dann zum Client für eine Strategy-Abstraktion.
Also es wird eben bei uns irgendwie AI-Aktualisierungsstrategie heißen. Und dann werden wir eben verschiedene Strategien implementieren. Die Standardaktualisierung, die besser werdende Aktualisierung, die legendäre Aktualisierung und so weiter. Genau das werden wir hier alles mit reinbringen. Und damit gehe ich jetzt zurück in Visual Studio und werde mal beginnen, das Ganze zu refactoren, damit wir letztendlich zu dem rauskommen, was wir haben wollen. Ich fange mal beim Artikel an. Das erste, was ich machen werde, ist, dass ich hier diese aktualisiere Qualitätsmethode nicht mehr abstrakt mache, sondern das ist einfach eine ganz normale Methode. Und die ruft eben jetzt auf dieser Aktualisierungsstrategie bloß aktualisiere Qualität auf, oder aktualisiere Artikel, sollte das vielleicht eher heißen, und gibt sich eben selbst weiter. So, und diese Strategie bekommen wir eben über einen Konstruktor, das heißt, ich werde mir über Resharper hier ein Feld erstellen, das eben eine Artikel Aktualisierungsstrategie heißt. Und dieses Interface werde ich mir jetzt hier auch über Resharper erstellen. Das mache ich public. Und hier gibt es eben diese besagte Methode, aktualisiere Artikel. Und die bekommt eben einen Artikel als Parameter mit und soll diesen Artikel dann eben jeweils updaten. Und damit haben wir jetzt eben die Notwendigkeit, dass eine Subklasse diese aktualisiere Qualität-Methode überschreiben muss, tatsächlich rausgezogen. Und wir leiten sie jetzt eben an ein anderes Objekt weiter, das dafür zuständig ist. Und damit haben wir die Responsibility für das Aktualisieren eines Artikels rausgeschoben. So, wie bekommt jetzt eben ein Artikel diese Aktualisierungsstrategie? Das werden wir über einen Konstruktorparameter machen. Also wir benutzen hier einfach Dependency Injection. Und da wir uns hier natürlich in einer abstrakten Klasse bewegen, mache ich den Konstruktor nur protected, damit man ihn eben nur aus Subklassen aufrufen kann. Macht ja auch sonst keinen Sinn. New auf Artikel ist ja verboten, da die Klasse abstrakt ist. Okay, dann erstelle ich hier noch einen Guard Clause, dass ich auch sicher bin, dass dieses Objekt nicht null ist. Und dann kann das weiterhin eben hier genutzt werden. Und dieses Interface schiebe ich auch noch in eine andere Datei. Okay. Gut, damit schon der erste Punkt, und wenn wir jetzt versuchen zu bilden, sehen wir hier eben einige brechende Veränderungen hier jetzt in diese Artikelhierarchie mit reingebracht haben, aber um die möchte ich mich jetzt erstmal nicht kümmern. Ich gehe weiter zur Strategie und implementiere jetzt einfach mal hier die Klasse für die Standardaktualisierungsstrategie. Artikel, das ist er. Wenn ich noch schreiben könnte, wäre es besser. Aktualisierungsstrategie. Dann probieren wir mal das. So, und wir bekommen hier jetzt eben diesen Artikel. Hier können wir sagen, bitte mach doch mal hier einen Null-Check. Und die übliche Aktualisierung war ja so, dass ich hier einfach sage, Artikel, verbleibende Haltbarkeit, minus, minus. Und dann überprüfe ich mal, ob die verbleibende Haltbarkeit kleiner gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann sage ich, dass die Qualität um 2 abnimmt. Ansonsten sage ich eben, dass Artikelqualität bloß um 1 abnimmt. Und wenn wir uns eben hier den Standardartikel anschauen, dann sehen wir, haben wir hier genau das gleiche gemacht, bloß etwas einfacher. Ich habe eben hier bloß verbleibende Haltbarkeit auf kleiner gleich 0 geprüft und dann hier eben diesen Wert abgezogen. Aber an sich macht dieser Code hier genau das gleiche wie der hier drüben. Ja, und das ist schon unsere erste Aktualisierungsstrategie. Wir sehen, das ist eine sehr kleine Klasse, aber deswegen ist es auch ein Anzeichen dafür, dass wir das SRP beinhalten, weil wir uns eben nur um die
Responsibility des Artikelaktualisierens kümmern. So, dann geht's weiter. Wir erstellen jetzt einfach eine neue Klasse, die dann eben, das werde ich glaube ich auch mal mit Resharper machen, damit es etwas schneller geht. Hier sage ich eben, das ist die besser werdende Aktualisierungsstrategie. Und hier implementieren wir natürlich auch diese Aktualisiere-Artikel-Methode. Auch hier setze ich wieder einen Guard-Clause ein. Und hier ist es eben so, dass ich wiederum vom Artikel die verbleibende Haltbarkeit abziehe. Und dann erhöhe ich eben die Qualität um 1. Ich kann auch nochmal reinschauen, wie das der besser werdende Artikel gemacht hat. Ich erhöhe das, genau. Ansonsten ziehe ich hier 2 ab. Ja, ich kann mit diesem Code eigentlich fast mehr oder weniger hier kopieren und hier dann einsetzen. Ich muss halt jeweils noch Artikel.verbleibende Haltbarkeit hier davor setzen. Und dann jetzt aktualisiere ich eben die Qualität. So. Gut. Haben wir schon die zweite. Und wir können natürlich auch weitermachen mit diesem Konzept, dass wir jetzt eben, was weiß ich, die legendäre Aktualisierungsstrategie hier erstellen. Und hier können wir wiederum eben einfach sagen, dass wir nichts machen. Also wir lassen hier die Implementierung leer, wenn ich mich recht entsinne. Der legendäre Artikel wird ja nicht abgedatet. Wir sorgen hier einfach bloß dafür, dass wir nichts machen. Also das ist so dieses Pattern, dass wir eigentlich eine Implementierung haben, die nichts macht. Das ist teilweise unter dem Begriff Null Object Pattern auch bekannt. Das heißt einfach bloß, dass wir ein Interface implementieren in eine Klasse, aber die entsprechenden ausformulierten Funktionen oder Methoden, die machen nichts. Also die können zwar aufgerufen werden, es tritt keine Null Reference Exception auf, aber das ist eigentlich der Hauptgrund dafür, aber passieren tut eigentlich nichts. Dann gucken wir nochmal, wir hatten noch die Tickets. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie eine Aktualisierungsstrategie, die Aktualisierung mit Verfallstrategie. Auch diese Klasse machen wir natürlich public. Und hier würde ich dann eben diese Implementierung aus den Tickets rausziehen. Das heißt, im Prinzip können wir das hier so machen. Und wir waren hier in dieser Klasse. Und wir müssen eben hier jeweils Artikel davor schreiben. Das kopiere ich mir und setze das einfach hier jeweils hin. Und was haben wir noch? Wir haben den verzauberten Artikel. Das heißt, auch hier werde ich wiederum hier können wir dann eben wiederum die Implementierung rausziehen, die wir hier hatten. Das ist ja einfach bloß doppelt so schnell wie beim normalen Artikel. Und auch hier muss ich eben wieder
Artikel jeweils davor setzen, damit das Ganze funktioniert. Okay. Und damit sollten wir eigentlich schon die 5 Sachen, die wir brauchen, jetzt haben. Es könnte aber auch sein, dass es 6 waren. Wir haben Standard, wir haben Tickets, wir haben Verzaubert, wir haben Legendär, wir haben Besser werdend. Und genau das ist das, was wir eigentlich brauchen, wenn ich mich richtig entsinne. Und folglich kann ich jetzt diese Strategien auch in ihre eigenen Dateien einfach schieben. So. Und einen brauche ich noch. So. Gut, und dann werde ich mal alle Dokumente schließen. Und damit habe ich jetzt eben alle Strategien, die ich zur Aktualisierung von Artikeln brauche, jetzt tatsächlich implementiert. Und damit wir jetzt weitermachen können, werde ich eben jetzt noch die Artikelhierarchie selber anpassen, also alles, was von Artikel ableitet. Die Artikelklasse selbst kompiliert ja, das ist kein Problem. Und stattdessen werde ich jetzt eben mal mir die ableitenden Klassen mir anschauen. Das heißt, ich gehe hier mal auf Standardartikel, den ich eigentlich nicht mehr brauche, weil diese Klasse enthält bloß die Standardsachen. Das heißt, ich werde jetzt hier diese Klasse einfach löschen. Dann gehen wir weiter auf den besser werdenden Artikel. Der hat Zutaten. Das macht für mich auch keinen Sinn. Also ich werde hier auf jeden Fall diese Funktion hier löschen. Und ich werde eben diesen Artikel Nahrungsmittel nennen. Jetzt frage ich mich bloß. Genau, wir brauchen noch einen Konstruktor, der hier eben ein Nahrungsmittel repräsentiert. Und wir müssen hier eben die Strategie einfach an den Basiskonstruktor weiterleiten. Das heißt, dass wir hier einen Base-Aufruf machen, damit wir damit den Konstruktor der Basisklasse hier bedienen. Den müssen wir mit Parameter aufrufen. Und genau das müssen eben auch alle Konstruktoren in der Subklasse machen. Okay, dann haben wir das geändert. Dann haben wir noch den verzauberten Artikel. Der hatte auch Zutaten. Diese Klasse werde ich auch löschen, weil ich jetzt eben alle Nahrungsmittel wirklich über die Nahrungsmittelklasse darstellen kann. Ich brauche nicht mehr eine Extra-Klasse, die eben wie sich ein verzauberter Artikel verhält und ein Nahrungsmittel repräsentiert. Das heißt, weg damit. Dann hatten wir die Tickets. Ja, die werde ich beibehalten. Ich werde das hier rauslöschen und natürlich hier auch mir eine Artikel-Aktualisierungsstrategie übergeben lassen, die ich dann eben an den Basiskonstruktor weiterleite. Gut, wobei man sich jetzt auch echt überlegen könnte, ob man Artikel vielleicht gar nicht abstrakt macht, dafür die Tickets rausschmeißt und das könnte man sich tatsächlich überlegen, wenn man das hier so an diesem Beispiel sieht. So, dann haben wir das Elixier, das hat von Standardartikel abgeleitet, das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir leiten direkt von Artikel ab und wir brauchen natürlich hier auch wiederum eine Aktualisierungsstrategie. Das zieht sich jetzt leider eben durch. Und die müssen wir jetzt eben hier jeweils mit nach oben geben. So.
Das passt. Dann hatten wir die Waffe noch. Die leitet von legendärer Artikel ab. Das brauchen wir auch nicht mehr. Wir leiten direkt von Artikel ab. Und genau dasselbe hier. Ich bekomme eine Strategie, die ich an den Basiskonstruktor weiterleite. So, den legendären Artikel, den brauchen wir an sich auch überhaupt. Ja, ja. Stimmt, hier ist die Qualität anders. Das heißt, wir müssten eigentlich nochmal überlegen, ob wir die Sachen für den legendären Artikel hier nochmal verändern, weil die Qualität darf ja bei einem normalen Artikel nicht über 50 gehen. Wobei man das, also ich werde mal diese Beschränkung hier direkt auf der Basisklasse rausnehmen. Und stattdessen kann man das, na wohl, man könnte das auf die Aktualisierungsstrategie hier auswirken lassen. Eigentlich möchte ich gern die legendäre Artikelklasse wegwerfen, weil sie ist vollkommen sinnlos. Aber sie hat eben noch den einen Punkt, dass wir hier die Qualität eben hier sozusagen verändert haben. Also sie darf zwar auch nicht kleiner als 0 sein, aber auch nicht größer als, also hier die Qualität ist ja 80 bei legendären Artikeln, bei normalen aber nicht. Das heißt, wir müssten nochmal in die Aktualisierungsstrategien reinschauen. Der ist sowieso nicht betroffen. Schlimm wird es eigentlich bloß beim besser werdenden Artikel. Besser werdende Aktualisierungsstrategie. Hier wird nämlich die Qualität erhöht. Und hier können wir nämlich sagen, also das ist vielleicht noch nicht ganz so gut, wenn die verbleibende Haltbarkeit kleiner gleich 0 ist, dann nimmt das ganze Jahr ab. Das heißt, Artikel.Qualität minus ist gleich 2. Und ansonsten erhöhen wir das ganze Jahr. Das heißt, wir könnten hier unten dann eben sagen, if Artikel.Qualität plus plus, naja, wollen wir das, das können wir schon anders machen. So. Also hier habe ich das im Prinzip jetzt mal in die besser werdende Aktualisierungsstrategie mit reingegeben. Und dafür habe ich hier diesen Guard Clause, dass die Qualität nicht über 50 gehen kann, mal rausgenommen. Man könnte das vielleicht noch ein bisschen besser designen, aber für das jetzige Darstellung sollte es passen. Und deswegen werde ich hier jetzt auch diese legendäre Artikelklasse löschen, weil wir das nicht mehr brauchen. Weg damit. Und wir können jetzt eben auch im Artikel eigentlich sagen, wenn ich die Klasse finde, hier sind wir eh schon da, dass wir diese Qualität nicht mehr virtual machen, sondern die ist einfach da. Und die muss nicht mehr verändert werden.
Gut. Dann schauen wir noch mal weiter. Wir waren bei der Waffe stehen geblieben. Die leitet jetzt direkt von Artikel ab. Und wir haben jetzt sozusagen eine Waffe, ein Ticket, das Elixier und das Nahrungsmittel. Und das sollten eigentlich unsere vier Artikel sein, die wir hier jetzt tatsächlich brauchen. So, ein Problem haben wir noch. Das Kleidungsstück. Ah ja, das war vorher ein Standardartikel. Das können wir jetzt auch direkt von Artikel ableiten lassen. Das habe ich noch vergessen. Und wir leiten diesen Aufruf einfach auch weiter, wie gewohnt. Okay, jetzt sollten wir aber... Fast. Genau, jetzt sind wir hier im Composition Route. Den müssen wir ja sowieso noch nachher anpassen. Indem wir hier jetzt eben andere Klassen verwenden. Ich werde jetzt vorerst mal diese ganzen Sachen hier auskommentieren, damit unser Code wieder kompiliert. Ein Problem haben wir noch. Ja, hier unten auch. Also dadurch, dass wir jetzt natürlich tiefgreifende Änderungen gemacht haben, ich werde hier diese Methode auch einfach mal rausnehmen, weil die nicht mehr sinnvoll ist. Aber prinzipiell sollten wir jetzt wieder bilden können und deswegen schauen wir uns jetzt mal unsere Artikelhierarchie an, wie sich das Ganze verändert hat. Wir sehen hier, dass wir einige Klassen gar nicht mehr haben. Und wenn wir die jetzt nebeneinander anordnen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier tatsächlich eine deutlichere Vereinfachung haben im Vergleich zu vorher. Wir haben jetzt wirklich bloß noch die Artikelklassen, die tatsächlich hier unterschiedlich mit oder mit unterschiedlichen Feldern hier die jeweiligen Charakteristika der unterschiedlichen Artikel repräsentieren. Also Nahrungsmittel, Waffe, Elixier, Kleidungsstück, Tickets. Alles andere ist rausgefallen. Wir haben hier in Artikel auch eine Vereinfachung gehabt, indem wir das hier nämlich nicht mehr virtual machen mussten. Und der wichtige Punkt hier jetzt ist eben, dass sich die Artikel wirklich bloß noch um Artikelinfos kümmert und wie diese zusammengestellt wird. Ja, dann holen wir uns noch diese Strategie hier dazu und dann sehen wir eben, dass wir hier jetzt zusätzlich in Artikel eben diese Assoziationen haben. Das heißt, Artikel kapselt eine solche Strategie. Diese Strategien ziehe ich jetzt auch mal hier mit rein. In diesen Klassendiagrammen, die man direkt mit Visual Studio erstellen kann, kann ich jetzt hier natürlich leider keinen Pfeil, glaube ich, direkt zeichnen. Aber diese kleinen Kreise hier mit Verbindungen zur eigentlichen Klasse, die sagen eben aus, dass diese Klassen jeweils dieses Interface hier implementieren. Und deswegen haben wir sie auch hier drunter gesetzt. Und jetzt sind wir eben genau bei dem Punkt angekommen, den ich auch hier schon im Skript gezeichnet habe. Die Artikel ist sozusagen der Client für die Abstraktion und es gibt verschiedene Klassen, die diese Abstraktion hier eben implementieren. Und damit können wir jetzt eben beispielsweise eine Waffe nehmen und die zu einem Standardartikel machen oder wir nehmen ein Elixier, das legendär ist. Oder wir nehmen ein Kleidungsstück, das besser wird und so weiter, indem wir einfach verschiedene Instanzen dieser Aktualisierungsstrategien zu den einzelnen Objekten, die wir aus den Artikeln hier instanzieren, hinzufügen können. Über Kompositionen. Und das ist eben auch so ein Beispiel. Mit reiner Vererbung wären wir wahrscheinlich schier wahnsinnig geworden. Und so sind wir eben bei insgesamt 10. Und das ist doch wesentlich einfacher als der vorherige Standpunkt, wie wir das hatten. Okay, ich werde jetzt dieses Video beenden
und dann den Composition Route hier noch refactoren, damit wir sozusagen alle Angaben, die hier drin sind, auch richtig umsetzen. Und dann sehen wir eben, wie wir im Composition Route die verschiedenen Strategien auch in die Artikel einsetzen können. Und im nächsten Video werde ich dann noch darauf eingehen, wie wir den zweiten Teil dieser Aufgabe, nämlich das Ausgeben auf der Konsole über Link, sodass wir eben, wenn wir mehrere Artikel mit der gleichen Größe haben, dass wir die relativ leicht ausgeben können. Das werde ich jetzt vorbereiten und dann besprechen wir das noch kurz im nächsten Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald!